Dieses Video wird gesponsert von Incogni. Wusstet ihr, dass es verschiedene Versionen des Fermi-Paradoxons gibt? Oder habt ihr davon gehört, dass es vielleicht gar keine Lösung dafür geben könnte? Doch eine Antwort auf Fermis Rätsel ist eine ganz spannende. Die Aliens haben uns nie besucht und verstecken sich auf ihrem Heimatplaneten, vor lauter Angst, von anderen Zivilisationen erspäht und ausgelöscht zu werden. Diese als dunkler Wald bekannt gewordene Theorie wurde in den Büchern des chinesischen Schriftstellers Zixin Liu ausgearbeitet. Die Aliens in seinem Buch wollen nicht auf sich aufmerksam machen, da ihnen sonst andere, technologisch überlegenere Zivilisationen den Garaus machen. Das Universum oder eine Galaxie ist in diesem Szenario der dunkle Wald, jede Zivilisation wie ein scheues Tier, das sich in seiner Höhle oder inmitten der Bäume versteckt. Es lugt nur ab und zu vorsichtig heraus, um seine Umgebung gewahrt zu werden und verschwindet schnell wieder in seinem Schlupfloch. Doch gibt es in der Theorie tausende von Antworten auf das Fermi-Paradoxon. Wir sind alleine und es gibt keine anderen. Es gibt Außerirdische, doch nur in anderen Galaxien und nicht in der Milchstraße. Die Aliens wollen keine interstellare Raumfahrt betreiben, sie sind alle ausgestorben. Ist das dem berühmten Physiker Enrico Fermi im Sommer 1950 durch den Kopf gegangen, als er sich im Los Alamos National Laboratory mit seinen Kollegen über einen im Magazin The New Yorker veröffentlichten Cartoon unterhielt? Der Cartoon zeigte Außerirdische, die aus einer fliegenden Untertasse hervorkamen und Mülleimer stahlen, offenbar nicht gewahr, was sie da eigentlich Wertloses mitnahmen. Historiker sind sich nicht sicher, was Fermi damals über diesen Cartoon sagte, und auch seine Kollegen konnten den genauen Wortlaut nie rekonstruieren. Den Kern der Frage wissen wir aber: Wo sind die Außerirdischen? Fermi formulierte diese Aussage vor 73 Jahren. Seitdem hat sich eine rege Beschäftigung mit dem Thema entwickelt. Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Wissenschaftlern auf der ganzen Welt beschäftigen sich mit der Frage, viele Science-Fiction-Romane nehmen sie als Grundlage für ihre Handlung und ganze Bücher werden mit Lösungen zu diesem Thema gefüllt. Einige sind der Meinung, dass es sich um kein Paradoxon handle oder es nicht Fermi gehöre. Andere sagen, es sei bereits gelöst und die Antworten liegen bereits zu unseren Füßen. Zu sagen, dass es verschiedene Meinungen zu diesem Thema gäbe, wäre eine Untertreibung. Wohl kaum eine andere wissenschaftliche Frage ruft derart unterschiedliche Reaktionen hervor wie diese. Wir wollen uns in diesem Video darüber unterhalten, ob es überhaupt eine Lösung für das Fermi-Paradoxon gibt. Wir wollen darüber reden, ob es sein könnte, dass die Antwort auf Fermis Frage vielleicht schon die ganze Zeit zu unseren Füßen liegt. Ist die Benennung des Paradoxons nach Fermi überhaupt gerechtfertigt? Oder anders gefragt, handelt es sich überhaupt um Enrico Fermis Paradoxon? Gab es vor ihm andere, die etwas Ähnliches wie der italienische Physiker formulierten? Ist es überhaupt ein Paradoxon und welche Möglichkeiten der Analyse stehen uns zur Verfügung? Heute wird es sehr außerirdisch. Begleitet mich auf eine Tour durch die Wissenschaft. Wir werden entdecken, dass es verschiedene Versionen des Paradoxons gibt. Und wir werden sehen, dass das, was einem bei der Frage Fermis als erstes in den Sinn kommt, eigentlich ein Missverständnis ist, wenn wir es in einem moderneren Kontext betrachten. Und nun möge unser paradoxes Vorhaben gelingen. Zuallererst sollten wir natürlich klären, wobei es beim Paradoxon überhaupt geht. Wenn wir aber zu seinen Ursprüngen zurückkehren, stellte Fermi einfach die Frage, wo sind die anderen? In einem neuzeitlichen Kontext betrachtet nimmt man sofort an, dass es konkreter um folgende Fragestellung geht. Wo sind all die Aliens und warum gibt es die große Stille? Warum haben wir bei der Vielzahl von Sternen nicht schon eine außerirdische Zivilisation entdeckt? Vor allem die unermesslich hohe Anzahl von Sternen allein in der Milchstraße wird gerne zum Anlass genommen, die Existenz von Außerirdischen zu rechtfertigen, obwohl bislang weder ein eindeutiger Beweis vorliegt, noch wir die konkrete Anzahl der wirklich Leben hervorbringenden Planeten kennen. Und vor allem eines, wir haben noch kein künstlich erzeugtes Radiosignal von Außerirdischen empfangen. Diese Probleme werden gerne im Kontext der sogenannten großen Stille oder des großen Schweigens aufgerufen. Darauf legten Astronomen in den letzten Jahrzehnten weltweit ihr Hauptaugenmerk. Doch wie begann die Suche nach den Außerirdischen eigentlich, wurden anfangs unternommen? Erstmal wenig. Erstens erholte sich die Welt in den 50er Jahren von den Schrecken des Zweiten Weltkrieges. Millionen von Menschen starben an den Gräueln des Krieges und die Weltwirtschaft musste erst wieder aufgebaut werden. Es dürfte uns also nicht verwundern, dass in den ersten Jahren nach Enrico Fermis berühmter Frage noch kein konkretes Experiment stattfand. Die Radioastronomie steckte noch in den Kinderschuhen und erst 3 Jahrzehnte vorher verstanden Astronomen, dass die Milchstraße nicht die einzige Galaxie ist und dass das Universum Milliarden von Sterneninseln beherbergt.
Deshalb dauerte es nach Fermis Ausspruch 10 Jahre, bis sich kein geringerer als Frank Drake mit diesem Thema beschäftigte. Im Jahr 1960 leitete er das OSMA-Projekt am Nationalen US-amerikanischen Radioobservatorium. Das Experiment zielte darauf ab, mittels interstellarer Radiosignale nach Hinweisen von Leben in weit entfernten Galaxien zu forschen. Die Benennung des Projektes bezog sich auf die fiktive Figur Prinzessin Ozma aus L. Frank Baums Oz-Roman, die angeblich über Funk mit Oz in Kontakt trat, um von Ereignissen zu erfahren, die nach den Büchern geschahen. Die Untersuchung erlangte weltweit Bekanntheit und wird als erstes SETI-Experiment angesehen. Drake nutzte für das Experiment ein 26 Meter durchmessendes Radioteleskop. Er beobachtete Sterne nahe der 1420 MHz Frequenz, die einer Wellenlänge entspricht, die von Wasserstoffatomen ausgestrahlt wird. Dabei richtete er sein Hauptaugenmerk auf Sterne, die der Sonne ähnlich sind und möglicherweise lebensfreundliche Planeten beherbergen könnten. Ein 400 kHz breites Frequenzband um die Hauptfrequenz wurde mit einem Einkanalempfänger mit 100 Hz Bandbreite abgetastet. Und als ob Enrico Fermi mit seiner Frage nach Außerirdischen schon eine negative Antwort impliziert hätte, wurden während eines Zeitraums von 4 Monaten und 150 Stunden Beobachtungszeit keine erkennbaren Signale entdeckt. Es wurden noch weitere Experimente durchgeführt, unter anderem OSMA 2. Bei all den Empfangsversuchen wurde jedoch nichts Konkretes gefunden. Frank Drake machte die Suche nach Außerirdischen mit dem Projekt jedoch sehr populär. Er ebnete zusammen mit einigen anderen Wissenschaftlern den Weg für SETI. Wenn wir jedoch Fermis Frage wieder in Zusammenhang mit dem Cartoon aus The New Yorker setzen, wird klar, dass sie sich auf Besuche von Außerirdischen bezog. Er meinte damit nicht, dass er die Aliens in den Sternen oder deren Signale vermisse, sondern dass die Erde anscheinend noch von keinen außerirdischen Raumfahrern besucht wurde. Dieses Detail wird in Diskussionen über das gleichnamige Paradoxon gerne übersehen. In der Folge entwickelte sich der Begriff zu einem Sammelbecken für nahezu alle Ideen. Ob nun die Frage nach Aliens auf der Erde oder in den Sternen. Natürlich war Fermi nicht der erste Wissenschaftler, der sich mit der Idee von außerirdischen Zivilisationen auseinandersetzte. Schon der sowjetische Raketentechniker Konstantin Tsiolkovsky veröffentlichte in den 1930er Jahren ähnliche Gedanken. 1975 schrieb der Physiker Michael H. Hart einen Artikel, der im Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society veröffentlicht wurde. Darin beschäftigte sich Hart mit den Gedanken Enrico Fermis und mit dem scheinbaren Widerspruch zwischen der hohen Wahrscheinlichkeit der Existenz extraterrestrischer Zivilisationen und der Tatsache, dass wir keine direkten Beweise oder Kontakte mit ihnen hatten. Seine Schlussfolgerung war jedoch eher ernüchternd. Er wurde für das Argument »They are not here, therefore they do not exist« bekannt, was man als »Sie sind nicht hier, also gibt es sie nicht« übersetzen kann. Das begründete Hart mit dem bekannten Argument, gäbe es intelligente Außerirdische und würden sie Raumfahrt betreiben, hätten sie schon längst die ganze Galaxis besiedelt. Da sie aber nicht hier sind, sind die Menschen die einzigen intelligenten Wesen in der Milchstraße. Nach seiner Argumentation sei die Suche nach intelligentem extraterrestrischem Leben eine Verschwendung von Zeit und Geld. Harts Argument fand großen Widerspruch in der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Einige waren der Meinung, dass interstellare Raumfahrt vielleicht gar nicht möglich sei oder dass sich niemand entscheiden würde, die Milchstraße zu bevölkern, dass wir schon vor vielen Millionen Jahren besucht wurden, die Hinweise auf diese Visitation sich aber schon lange tief unter der Erde befinden würden. Der Physiker Frank Tipler mischte sich ebenfalls in den Diskurs ein und argumentierte, dass nicht klar sei, woher die Ressourcen für eine galaktische Kolonisation kommen sollten. Eher würden außerirdische Robotersonden bauen und sie zu anderen Sternen mit dem Auftrag entsenden, dort Kopien von sich anzufertigen. Auf diese Weise könne man die Kopien zu den Sternen fliegen lassen und müsse keine Lebewesen bemühen, die eventuell nicht lange genug leben würden, um die Vorteile einer galaktischen Besiedlung genießen zu können. Das erinnert an die Idee des Physikers John von Neumann, der in den 1940er und 1950er Jahren in seinen Arbeiten zur Theorie der Selbstreplikation sich selbst vermehrende Roboter theoretisierte, die man von Planetensystem zu Planetensystem schicken könnte. Harts und Tiplers Argumente wurden zusammengenommen und sind als das Hart-Tipler-Argument bekannt. Im Kern steckt die Annahme, dass eine technologisch fortgeschrittene Zivilisation, sobald sie Raumfahrttechnologien entwickelt hat, in der Lage sein sollte, ihre Präsenz im gesamten beobachtbaren Universum innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne auszudehnen. Die Zeitspanne ist kurz im Vergleich zum Alter des Universums von etwa 13,8 Milliarden Jahren. Hart und Tipler behaupteten, dass es im Rahmen der Zeitskala des Universums ausreichend Zeit für eine Zivilisation gegeben hätte,
um das gesamte Universum oder zumindest einen Großteil davon zu besiedeln oder zumindest Spuren ihrer Existenz zu hinterlassen, ganz zu schweigen in einer durchschnittlich großen Galaxie wie der Milchstraße. Wenn intelligente, extraterrestrische Lebensformen also relativ häufig wären, müssten wir bereits auf irgendeine Form von Beweisen für ihre Existenz gestoßen sein. Das Hart-Tipler-Argument ist jedoch sehr umstritten, da es auf verschiedenen Annahmen über die Natur außerirdischer Zivilisationen, ihrer Technologien und ihren Absichten beruht. Zwar beschäftigten sich andere vor und nach Enrico Fermis Ausspruch mit dem Thema, doch der Begriff Fermi-Paradoxon tauchte das erste Mal 1977 in einem Aufsatz des Physikers David Stevenson auf. Stevenson verwendete das Wort hier in seiner originären Bedeutung. Paradoxon bedeutet hier logischer Widerspruch, aber wie viele betont haben, besteht dieser nur, wenn man bestimmte Annahmen akzeptiert. Zum Beispiel besteht in Fermis ursprünglicher Formulierung des Problems die Annahme der besuchenden Aliens im Widerspruch mit dem Comic, der im Magazin The New Yorker dargestellt wurde. Wenn man diese Annahme, wie Fermi selbst es übrigens tat, jedoch ablehnt, gibt es keinen Widerspruch. So gedacht können wir auch sagen, die Aliens besuchen uns nicht, weil sie nicht die Fähigkeit oder den Willen dazu haben. Fermis ursprüngliche Version bezog sich natürlich auf außerirdische Besuche. Aber auch hier ist unklar, was genau er darunter verstand. Schließt es außerirdische Satelliten, Beobachter, die uns aus der Ferne betrachten, Artefakte auf Europa ein oder beschränkt es sich nur auf das New Yorker Szenario, in dem Aliens buchstäblich am helllichten Tag in Manhattan landen? Wenn wir also erwarten, dass Aliens die ganze Galaxis besiedeln würden und schon längst auf der Erde gewesen wären, wir aber sie oder Spuren von ihnen nicht auf unserem Planeten vorfinden, dann haben wir ein Paradoxon. Die Bedingung ist hier ganz klar die Motivation der Aliens, sich ausbreiten zu wollen. Wenn diese Bedingung aber nicht vorhanden ist, liegt auch kein Paradoxon vor. Das Fermi-Paradoxon ist also nur eines, wenn die Annahmen korrekt sind. Doch zeigt uns schon die Science Fiction, dass wir in der Theorie eine Vielzahl an Motivationen erwarten können. Das Ausschließen von außerirdischen Raumschifflandungen stellt einen ziemlich konstruierten und engen Bereich aller möglichen außerirdischen Verhaltensweisen und Aktivitäten dar, von denen viele denkbar sind. Sie besuchen uns nicht, weil sie uns für zu unzivilisiert halten, sie beobachten uns wie Tiere in einem Zoo oder sie ignorieren uns schlichtweg, weil wir für sie wie Ameisen sind, unbedeutend, klein und den Ärger nicht wert. Doch genug mit der Wortklauberei. Lasst uns die unterschiedlichen Versionen des Fermi-Paradoxons untersuchen. Mein Kanal ist mittlerweile ziemlich groß. Ich beschäftige 3 Cutter. Hier Gruß an Tim, Natalie und Benno und auch eine Rechercheassistentin namens Sophie, die lange Sucharbeiten für mich erledigt. Damit dieses Uhrwerk namens Ögis Kosmos reibungslos funktioniert, ist es ungeheuer wichtig, dass meine Daten sicher sind und vor Übergriffen geschützt werden. Deshalb nutze ich seit geraumer Zeit den Dienst Incogni, den Sponsor dieses Videos. Incogni wurde gegründet, um Menschen zu helfen, die Kontrolle über ihre Online-Identität zurückzugewinnen. Der Service ermöglicht es, persönliche Informationen wie Adresse, Telefonnummer oder E-Mail aus öffentlichen Datenbanken und Suchmaschinen entfernen zu lassen. Damit wird nicht nur das Risiko von Spam-Belästigung, sondern auch die Gefahr von Identitätsdiebstahl verringert. Und das soll funktionieren, fragt ihr euch? Diese Zweifel hatte ich anfangs auch. Doch Incogni stellt in eurem Namen Löschanträge bei Datenbanken und Websites. Das ist nicht nur wichtig für Unternehmen, sondern auch für euch, denn ihr wollt sicherlich nicht, dass euer Name oder eure Adresse auf unliebsamen Seiten auftauchen, die mit euren Daten Schindluder betreiben. So sammeln beispielsweise Datenbroker sehr viele Informationen über euch, um sogenannte Schattenprofile zu erstellen. Und je mehr Daten über euch gesammelt werden, desto höher ist das Risiko, dass Versicherungsunternehmen, Banken, Geschäfte und sogar Staaten diese benutzen, um euch politische Werbung zuzuschustern oder euch zum Kauf eines Produktes zu manipulieren. Mit der Löschung der Daten durch Incogni seid ihr jedoch auf der sicheren Seite. Klickt einfach auf den hier angezeigten Link in der Videobeschreibung oder im ersten Kommentar unter dem Video. Die ersten 100 Abonnenten erhalten 60% auf euer Abo mit meinem exklusiven Rabattcode COSMOS. Danke an Incogni für das Sponsern dieses Videos. Und jetzt geht es weiter mit der Doku. Die Vereinigten Staaten von Amerika in den 1960er Jahren. Der Kalte Krieg hatte bereits begonnen und der Zweite Weltkrieg lag noch frisch in jedermanns Gedächtnis. Die Idee von Einflusssphären und deren Ausdehnung war in fast allen Institutionen der Welt präsent, so auch sicherlich in den Köpfen von Enrico Fermi und seinen Kollegen. Als er seine berühmte Frage stellte, hatte er sicherlich im Hinterkopf, dass Zivilisationen sich ausbreiten wollen. Doch müssen wir dazu wissen,
dass Fermi nicht nur die Existenz von Außerirdischen auf der Erde im Allgemeinen ablehnte, sondern seine Frage noch andere Implikationen besitzt. Eine ist natürlich das, was der große Italiener und seine Begleiter zu Beginn ihres Mittagessens ablehnten, nämlich, dass UFOs tatsächlich außerirdische Besucher sind. Sie lagen in ihrer Interpretation völlig richtig und wir sind heute noch sicherer, aber es gibt viele UFO-Anhänger, die diese Idee akzeptieren und die folglich Fermis Paradoxon von Anfang an als gelöst ansehen. Doch meinte Fermi damit nicht die Kolonisierung der Erde? Diese Version wird in der Astronomie übrigens auch gerne als Proto- oder Ursprungs-Fermi-Paradoxon bezeichnet. Doch was ist mit dieser Version des Fermi-Paradoxons gemeint? Das Konzept der Kolonisierung des Universums bedeutete im Allgemeinen den Aufbau und Erhalt von Kolonien von Menschen oder anderen intelligenten Wesen in sonst bewohnten oder unbewohnten Teilen des Kosmos. Das schließt die Nutzung der Ressourcen zum Zwecke der Aufrechterhaltung oder Entwicklung einer fortgeschrittenen technologischen Zivilisation ein. Es ist daher das kosmische Äquivalent der kolonisierenden Aktivitäten von antiken Königreichen oder neuzeitlichen europäischen Staaten, die ganze Kontinente als Kolonien unterjochten und ihre Einflusssphären ausbreiteten. Was die Hintergründe einer außerirdischen Kolonisation sein könnten, wollen wir hier nicht im Detail behandeln. Aliens könnten neben Überbevölkerung schlicht und einfach einen Ausbreitungswillen besitzen, um mehr Ressourcen für sich zur Verfügung zu haben. Sie könnten das Äquivalent des alten Roms oder irgendeiner anderen, historischen oder modernen Supermacht sein. Wie in Roland Emmerichs Independence Day würden die Aliens in fremde Sternensysteme reisen und die dortigen Planeten besiedeln wollen. Und wenn dann eine Zivilisation wie die Menschheit im Weg steht, wird sie mit überlegenem außerirdischem Intellekt und fortgeschrittener Technologie einfach weggewischt wie ein lästiges Insekt. Das Proto-Fermi-Paradoxon könnten wir daher folgendermaßen zusammenfassen. Die Tatsache, dass wir keine Außerirdischen auf der Erde finden, passt nicht zu der Idee, dass es viele außerirdische Zivilisationen gibt und was wir normalerweise über ihre Fähigkeiten annehmen. Eine weitere Version von Fermis Paradoxon können wir als schwache Version bezeichnen. Diese entsteht, wenn wir modernes astronomisches Wissen über das Sonnensystem und einige zusätzliche philosophische Annahmen hinzufügen. Das schwache Fermi-Paradoxon könnte wie folgt lauten: Die Abwesenheit von Außerirdischen oder ihren Artefakten auf der Erde und im Sonnensystem ist unvereinbar mit der Vielzahl von außerirdischen Zivilisationen und unseren Annahmen über ihre Fähigkeiten. Das ist quasi das Proto-Fermi-Paradoxon, ausgedehnt auf das ganze Sonnensystem. Es wird deshalb als schwach gekennzeichnet, weil es nur Annahmen über das von uns bewohnte und erforschte Raumvolumen macht, also die Sonne, ihre Planeten, die Asteroiden und die Regionen jenseits von Neptun. Diese Version war die Standardannahme in den meisten populären Diskussionen über das Paradoxon und SETI-Studien. Auch Michael Harts Argument passt völlig hier rein. Sowohl das schwache als auch das Proto-Fermi-Paradoxon sind abhängig von der Annahme, dass Aliens überhaupt aus ihrem Sternensystem heraus und andere Orte in der Galaxis kolonisieren wollen. Wenn wir daran denken, dass Besuche von Außerirdischen auf der Erde unmöglich zu verstecken wären und wir sie, während sie in der nahen Vergangenheit oder in der Moderne geschehen, auf jeden Fall bemerken würden, könnten wir uns tatsächlich fragen, wieso haben Aliens das Sonnensystem noch nicht besucht oder Nachweise ihres Aufenthalts hinterlassen? Sollten interstellare Flüge aber völlig unmöglich sein und wir falsche Annahmen von den Fähigkeiten der Außerirdischen machen, dann hebeln wir das schwache Fermi-Paradoxon aus und haben unsere Lösung. Aliens können uns nicht besuchen, weil sie nicht dazu imstande sind. Indem wir uns einen weiteren Schritt nach draußen in die Dunkelheit des Weltalls wagen und das schwache Fermi-Paradoxon auf alle bislang gemachten astronomischen Beobachtungen beziehen, erreichen wir die stärkste und ernsthafteste Form des Paradoxons, das starke Fermi-Paradoxon. Es ist auch bekannt als die große Stille, unheimliche Stille oder auch das große Schweigen. Es lautet folgendermaßen: Wir finden keine Anzeichen oder Spuren von außerirdischen Zivilisationen in dem von uns beobachteten Teil des Universums, Beobachter des Universum. Das passt nicht zu der Idee, dass es viele solcher Zivilisationen gibt und was wir über ihre Fähigkeiten denken. Diese Version hat die stärksten und umfassendsten Implikationen. Sie sagt nicht nur etwas über die Milchstraße, sondern auch über viele andere Galaxien aus und umfasst das ganze beobachtbare Universum. Das sind gut und gern 46 bis 48 Milliarden Lichtjahre in jede Blickrichtung, wenn wir einen Durchmesser des beobachtbaren Universums von ca. 92 bis 96 Milliarden Lichtjahren annehmen. Es berücksichtigt auch die breiteste Klasse von Aktivitäten, die man außerirdischen intelligenten Wesen zuschreibt. Dazu zählen nicht nur Besuche oder Kolonisierung, die traditionell im Mittelpunkt der Gedanken über Fermis Paradoxon standen.
Das Nachweisen einer außerirdischen Präsenz im Sonnensystem deutet auf eine nachweisbare absichtliche Aktivität hin. Eine Klasse von Handlungen, die viel umfangreicher ist und zum Beispiel so wichtige Dinge wie das Bauen von Dyson-Sphären oder andere groß angelegte astroingenieurtechnischen Artefakten oder unterstützenden Aktivitäten umfasst. Dazu würde zum Beispiel auch das Anheben oder Verjüngen von Sternen zählen. Ein Beispiel für ein Phänomen, das möglicherweise zu dieser umfassenderen Kategorie gehören könnte, ist das merkwürdige Verhalten von Objekten, die am Stern KIC 8462852 vorbeiziehen und ihn vorübergehend verfinstern. Der Stern ist auch bekannt als Tabby's Stern und erregte Aufmerksamkeit, weil er ungewöhnliche und schwer zu erklärende Helligkeitsschwankungen zeigt. Die Helligkeit des Sterns nimmt unregelmäßig und in unterschiedlichem Ausmaß ab, was einige Wissenschaftler dazu veranlasste, ungewöhnliche Hypothesen in Betracht zu ziehen. So wurde in den Raum geworfen, dass eine außerirdische Megastruktur wie eine Dyson-Sphäre oder ein sogenannter Dyson-Schwarm die Ursache für die ungewöhnlichen Helligkeitsschwankungen sein könnte. Diese Strukturen könnten von einer fortschrittlichen außerirdischen Zivilisation gebaut worden sein, um Energie von ihrem Heimatstern abzugreifen. Jedoch ist die außerirdische Megastrukturhypothese nicht die bevorzugte Erklärung der meisten Astronomen. Alternative Erklärungen umfassen natürlich vorkommende Objekte wie Kometen, die in großer Zahl um den Stern kreisen, oder Staubwolken, die das Licht des Sterns blockieren. Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um die Ursachen der Helligkeitsschwankungen von KIC 8462852 vollständig zu verstehen. Aber die Möglichkeit einer außerirdischen Aktivität ist derzeit spekulativ und unwahrscheinlich. Weil solche riesigen Strukturen in unserem Verständnis einem Wunder ähneln und wir uns kaum vorstellen könnten, was wir tun müssten, um solche technologischen Fähigkeiten zu erlangen, wird das starke Fermi-Paradoxon auch gelegentlich als eine Abwesenheit von kosmischen Wundern oder astrosoziologisches Paradoxon bezeichnet. So sagte der Physiker Adrian Kent zu diesem Problem: "It's too damn quiet in the local universe." Aus zweierlei Gründen ist die Prämisse vom starken Fermi-Paradoxon leichter zu widerlegen als die beiden anderen Alternativen. Erstens ist das beobachtbare Raumvolumen unfassbar riesig. Um Aliens nachzuweisen, haben wir so viele Trillionen und Trilliarden von Sternen zu beobachten, dass wir den Beweis vielleicht niemals finden werden. Es ist, als wollten wir die Nadel im Heuhaufen inmitten einer Vielzahl von Heuspeichern finden. Das zweite Argument betrifft die Art und Weise der Unternehmung, die wir den Aliens zumuten. Ganze Sterne zu verfinstern, sie zu bewegen oder komplette Galaxien zu verändern, sind vielleicht Aktivitäten, die götternwürdig sind, die Fähigkeiten von wie auch immer gearteten Lebewesen im ganzen Universum schlichtweg übersteigen. Das starke Fermi-Paradoxon ist also leichter zu falsifizieren. Im gleichen Schritt sind aber seine philosophischen Implikationen umso gewaltiger. Was würde es über die Wichtigkeit unserer eigenen Existenz aussagen, wenn wir wirklich die einzige intelligente Zivilisation in der Milchstraße oder innerhalb eines viele Millionen Lichtjahre durchmessenen Raumvolumens sind? Je seltener multizelluläres, intelligentes Leben wäre, umso wertvoller wäre es auch. Und wenn Leben im Allgemeinen auf den meisten Planeten nicht über den Status von Einzelnen hinauskäme, würde das die Bedeutung des Lebens auf der Erde sogar noch weiter steigern. Die hier drei genannten Varianten des Fermi-Paradoxons gehören zur sogenannten direkten Version oder dem direkten Fermi-Paradoxon. Das lautet wie folgt: Die beschriebenen Verhaltensmöglichkeiten der Aliens scheinen durchaus möglich, sind jedoch in der Geschichte unserer Galaxie anscheinend nie aufgetreten. Vielleicht ist die einfachste Erklärung für dieses Rätsel, dass wir alleine sind. Da wäre dann allerdings noch die indirekte Version des Paradoxons, mit der wir uns anfangs beschäftigt haben. Sie lautet: Es ist ein scheinbarer Widerspruch, dass wir trotz zahlreicher Experimente unter der Annahme, dass Außerirdische existieren und gelegentlich solche Aktivitäten ausführen, keine Beweise für sie gefunden haben. Bei der indirekten Version ist eigentlich alles in Ordnung. Der außerirdische Alf vom Planet Melmark würde null problemo sagen. Es gibt nur einen scheinbaren Widerspruch, wenn wir annehmen, dass Außerirdische bestimmte Verhaltensweisen zutage legen. Das indirekte Fermi-Paradoxon begnügt sich damit zu sagen: Die Aliens sind nicht hier, also setzen sie die Aktivitäten, die wir ihnen gerne zuschreiben, nicht um. Und wenn wir motivationslose Extraterrestrier haben, fällt das ganze Konstrukt in sich zusammen. Doch redet die indirekte Variante auch von zahlreichen Experimenten, die Wissenschaftler durchgeführt haben, um nach anderem Leben zu fahnden. Die wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Die Radiosuche ist das beliebteste Beispiel, wenn man Laien nach der Suche nach Aliens fragt.
Die Radioexperimente von Frank Drake und seinen Kollegen haben es in die Geschichtsbücher geschafft und den Mustertypus für die Suche nach Außerirdischen geschaffen. Doch existieren jenseits der Suche mit Radiowellen einige begrenztere Bemühungen, nach optischen Übertragungen zu suchen, insbesondere nach kurzen Laserpulsen, die in unsere Richtung gesendet wurden. Außerdem suchen Astronomen nach seltsamen Verfinsterungen ferner Sterne, die die Signatur von außerirdischen Megastrukturen sein könnten. Hier hat Bojajans Stern vor einigen Jahren großes Interesse an diesem Thema geweckt. Den kennen wir übrigens auch als Tabbys Stern. Was war um Tabbys Stern los? Könnten Außerirdische eine Dyson-Sphäre gebaut haben, die den Stern vorübergehend verfinsterten? 2018 haben Astronomen Tabbys Stern beobachtet, um Licht auf das ungewöhnliche Verhalten dieses mysteriösen Sterns zu werfen. Der Stern erregte erstmals 2015 die Aufmerksamkeit der Astronomen, als er unregelmäßige Helligkeitsschwankungen zeigte, die nicht durch bekannte natürliche Phänomene erklärt werden konnten. Seitdem werden verschiedene Hypothesen aufgestellt, darunter auch die Idee, dass eine außerirdische Megastruktur den Stern umgeben könnte. Vor 5 Jahren legten Astronomen nun neue Beobachtungen vor, die auf die Existenz einer staubigen Wolke um den Stern hindeuten. Diese Wolke aus sehr feinen Staubpartikeln könnte die ungewöhnlichen Helligkeitsschwankungen erklären. Es wurde festgestellt, dass die Absorption von Licht in verschiedenen Wellenlängen variiert, was auf Staubpartikel hindeutet, die nur einige Mikrometer groß sind. Obwohl diese Beobachtungen darauf hindeuten, dass eine staubige Wolke das Rätsel von Bojajans Stern lösen könnte, bleibt das Verhalten des Sterns weiterhin ungewöhnlich. Die Forscher sind immer noch auf der Suche nach einer umfassenden Erklärung für die Helligkeitsschwankungen und die beobachteten Farbänderungen. In diesem Zusammenhang gab es auch einige Untersuchungen nach den infraroten Überschüssen, die von Dyson-Sphären erwartet werden, den von Freeman Dyson hypothetisierten Maschinen zur Energiegewinnung aus Sternen. Sie würden Sterne umschließen und die Lichtenergie, die sie aufsammeln, gemäß des Energieerhaltungssatzes als Wärmestrahlung abgeben. Diese Art von Emissionen wären unbeabsichtigt, etwa so ähnlich wie das Kohlenstoffdioxid, welches die Menschen seit dem Zeitalter der Industrialisierung in rauen Mengen ausstoßen. Anders wäre da eine beabsichtigte Handlung wie etwa die Kontaktaufnahme mit einem Laserstrahl oder eine zielgerichtete Radiosendung, wie wir sie im Film Contact haben. Unabhängig von beabsichtigten oder unbeabsichtigten Strahlungsemissionen wäre da selbstredend SETI zu nennen, eine wissenschaftliche Initiative, die sich auf die Suche nach elektromagnetischen Signalen konzentriert, die möglicherweise von intelligenten, außerirdischen Zivilisationen ausgesendet werden. Dazu gehören Radiosignale genauso wie optische Laserpulse, die sich von natürlichen Hintergrundsignalen, etwa der kosmischen Hintergrundstrahlung, deutlich unterscheiden dürfte. Abgesehen von der Suche mittels Radiosignalen, Infrarotstrahlung und optischen Laserpulsen stellen Wissenschaftler spektroskopische Analysen von Licht an, welches exoplanetare Atmosphären durchdringt und zu uns gelangt. Spektroskopische Analyse bedeutet, mit Hilfe von Absorptionslinien zu schauen, welche Elemente es in einer planetaren Atmosphäre gibt. Jedes Molekül hat nämlich bestimmte Bereiche, in denen es Licht von Sternen absorbiert. Dies ist dann anhand einer Lücke in einem Spektrum zu sehen, sodass Astronomen herausfinden können, welche Stoffe in einer Atmosphäre vorhanden sind. Neben Frank Drakes Project OSMA wurden sogar direkte Kontaktversuche unternommen. Berühmt geworden ist die Arecibo-Botschaft. 1974 sendeten Astronomen unter der Leitung von Frank Drake und Carl Sagan eine Radiobotschaft vom Arecibo-Observatorium in Puerto Rico ins All in Richtung des Kugelsteinhaufens M13. Da der Kugelsteinhaufen, auf den die Nachricht abzielte, mehr als 25.000 Lichtjahre von der Erde entfernt ist, wird die sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitende Nachricht 25.000 Jahre benötigen, um dort anzukommen. Zu diesem Zeitpunkt wird der Kern von M13 aufgrund der Umlaufbahn des Sternhaufens um das galaktische Zentrum nicht mehr genau an derselben Stelle sein. Dennoch ist die Eigenbewegung von M13 gering, sodass die Nachricht immer noch in der Nähe des Zentrums des Haufens eintreffen wird. In der Botschaft werden einige Infos über die Menschheit gesandt. Die Anzahl der Planeten und welcher Planet im Sonnensystem von uns bewohnt ist, dass wir zweibeinig laufen, welche Moleküle unsere DNS ausmachen und Informationen über den Sender bzw. das Teleskop. Ob es sinnvoll ist, so viel über uns zu verraten, ist jedoch eine ganz andere Frage. Sollte die Botschaft tatsächlich von Außerirdischen empfangen und entschlüsselt werden, enthält sie viele wichtige Informationen über uns, welche die Aliens verwenden könnten, um zu uns zu gelangen und uns Schaden zuzufügen. Das wäre jedoch nur unter der Annahme der Fall, dass wir Außerirdischen solche Eigenschaften zuschreiben könnten, die Nachricht nicht im Rauschen der Milchstraße untergeht oder sie überhaupt von Aliens entschlüsselt werden kann.
Wenn ihr Interesse an einem Video zu diesem Thema habt, schreibt mit einem Hashtag Kontaktversuch in die Kommentare und beschreibt, ob ihr diesen Versuch für gefährlich haltet und was eure Meinung dazu ist, ob die Menschheit beabsichtigte Botschaften ins All entsenden oder sie es lieber bleiben lassen sollte. Eine andere Situation betrifft uns eher als Empfänger. Das Wow-Signal ist eines der bekanntesten ungelösten Rätsel der SETI-Forschung. Es wurde am 15. August 1977 vom Radioteleskop Big Ear der Ohio State University unter der Leitung von Dr. Jerry R. Eman empfangen. Das Signal war stark und schmalbandig mit einer Frequenz von etwa 1420 MHz. Diese Frequenz ist von besonderem Interesse, da sie der natürlichen Radioemission des Wasserstoffs entspricht und von vielen Forschern als möglicher Wasserstoffkanal für interstellare Kommunikation angesehen wird. Das Signal dauerte 72 Sekunden, was der maximalen Zeit entspricht, die das Teleskop auf einen bestimmten Punkt am Himmel gerichtet sein konnte. Das Signal war so unerwartet und außergewöhnlich, dass E-Man auf dem Computerausdruck, der das Signal zeigte, Wow schrieb, wodurch es seinen Namen erhielt. Obwohl das Wow-Signal nie wieder empfangen wurde, wurden zahlreiche Untersuchungen unternommen, um seine Herkunft herauszufinden. Es gibt Vermutungen, dass das Signal von einer intelligenten außerirdischen Zivilisation stammen könnte, die versucht, mit uns Kontakt aufzunehmen. Andere mögliche Erklärungen umfassen natürliche Phänomene wie Reflexion von Radiosignalen von der Erde oder von Weltraumschrott, Interferenzen von anderen Teleskopen oder Satelliten und sogar Fehler in der Datenverarbeitung. Trotz jahrzehntelanger Untersuchungen und Analysen konnte keine definitive Erklärung für das Signal gefunden werden. Es bleibt eines der interessantesten und faszinierendsten Beispiele für ein ungelöstes Phänomen in der SETI-Forschung und ein wichtiger Meilenstein in der wissenschaftlichen Suche nach außerirdischem Leben. Wenn euch das Signal interessiert, schreibt Wow-Signal mit dem Hashtag in die Kommentare und lasst mich wissen, ob sich eine Doku dazu lohnt. Wenn 10 Kommentare mit diesem Hashtag zustande kommen, werde ich eine Doku dazu produzieren. 2 weitere Projekte sind ebenfalls im Rahmen von SETI geschehen und sollen hier nur kurz erwähnt werden. Das Project Phoenix genannte SETI-Programm wurde in den 1990er Jahren durchgeführt und zielte darauf ab, nach Radiosignalen in der Nähe von sonnenähnlichen Sternen zu suchen. Obwohl keine außerirdischen Signale gefunden wurden, trug das Projekt zur Weiterentwicklung von SETI-Technologien und Methoden bei. Ebenfalls bekannt ist das ATA, das The Allen Telescope Array. Das ATA ist ein Radioteleskop-Array, das speziell für die SETI-Forschung entwickelt wurde. Es ist nach dem Microsoft-Mitbegründer Paul Allen benannt, der das Projekt finanziell unterstützte. Das ATA ermöglicht eine kontinuierliche Beobachtung des Himmels und die Suche nach außerirdischen Radiosignalen. Diese Projekte und Experimente sind nur einige Beispiele für die fortlaufende Suche nach außerirdischer Intelligenz. Die Technologie entwickelt sich ständig weiter und zukünftige SETI-Projekte werden wahrscheinlich neue Techniken und Methoden nutzen, um nach Anzeichen von Leben jenseits unseres Planeten zu suchen. Insgesamt haben wir bei weitem jedoch nicht so viel getan, wie wir gerne möchten. Die Wahrheit ist, dass unsere Suche bisher in begrenztem Umfang und Maßstab stattgefunden hat, da es historisch gesehen sehr schwierig war, Finanzmittel für die Suche nach außerirdischem Leben zu finden. Die Suche nach Leben im Universum sollte gleichbedeutend sein mit der Suche nach Exoplaneten. Denn wenn wir nicht fahnden, so werden wir auch nichts finden. Dabei sollten wir bedenken, dass das indirekte Fermi-Paradoxon eine Bedingung hat und auf der Annahme beruht, dass Außerirdische so handeln, wie wir es ihnen zuschreiben. Doch selbst wenn Aliens keine solchen Aktivitäten ausüben und sich durch die Wärmestrahlung einer Dyson-Sphäre oder die Emissionen einer interstellaren Reise verraten, heißt das nicht, dass es keine Außerirdischen gibt. Sie könnten sich einfach nur dafür entscheiden, ihr Heimatsystem nicht zu verlassen und nur planetare Raumfahrt zu betreiben. Und sollte das der Fall sein, könnten wir sie mit genügend Geduld vielleicht über bestimmte Bio- oder Technosignaturen auf ihrem Heimatplaneten finden. Sollten wir nach 60 Jahren des Versuchens und Suchens darauf schließen, dass wir allein sind? Nein, auf jeden Fall nicht. Doch verführte diese Stelle in der Vergangenheit viele Wissenschaftler dazu, die kreativsten Lösungen für dieses Paradoxon zu entwickeln. Es gibt schwindelerregend viele Lösungsansätze. Tatsächlich gibt es inzwischen ganze Bücher, die die weit über 100 vorgeschlagenen Ideen katalogisieren und von denen eines sogar recht lustig ist. Ich habe euch Stephen Webbs Buch »Wo sind sie alle? 50 Lösungen für das Fermi-Paradoxon« als Affiliate-Link in die Beschreibung und die Kommentare gepostet. Stephen Webb ist Physiker und Astronom und bekannt für seine populärwissenschaftlichen Werke. Sein Buch kann ich euch definitiv nur ans Herz legen. Bekannte Beispiele sind die Zoo-Hypothese,
die der Hauptdirektive aus Star Trek ähnelt und besagt, dass wir absichtlich in Ruhe gelassen werden, möglicherweise als Teil eines Experiments mit einer strikten Nicht-Einmischungspolitik. Die Aliens würden uns in diesem Szenario beobachten und vermutlich ihre Neugier damit stillen, eine unterentwickelte Spezies und ihr merkwürdiges Verhalten zu dokumentieren, ähnlich wie wir Tiere in Zoos halten oder in freier Wildbahn beobachten. Nur mit dem Unterschied, dass wir nicht wissen würden, dass wir uns in einem planetenweiten Tierpark befinden. Auf der anderen Seite gibt es die Idee, dass wir nicht klug genug sind, um die Aufmerksamkeit von Außerirdischen überhaupt zu erregen. Ähnlich wie eine Ameise vielleicht nicht mit uns kommunizieren kann, so haben wir nicht die Fähigkeit, Außerirdische zu erkennen. Vielleicht befinden wir uns nur in einem kleinen Ameisenhügel und können die vielen außerirdischen Welten, die sich um uns herum befinden, gar nicht erkennen, weil wir die kognitiven Fähigkeiten dazu nicht besitzen. Doch abgesehen von den vielen möglichen Lösungen könnte aus einer rein beobachteten Perspektive die Antwort sein, dass wir nicht lange oder weit genug gesucht haben. Es scheint, als hätten wir nur eine Handvoll Sand untersucht, kein Leben darin gefunden und deshalb beschlossen, es gäbe niemanden außer uns. Dabei haben wir nicht weiter gefahndet und den ganzen Strand mit seinen unzähligen Sandkörnern erforscht. Ähnlich könnte es mit SETI und anderen Vorhaben sein. Was, wenn wir nur nicht genügend Sterne untersucht haben und sozusagen noch am blutigen Anfang unserer Suche stehen? In diesem Szenario wären wir noch grün hinter den Ohren und müssten unsere Suchbemühungen erheblich ausbauen, um die Wahrscheinlichkeit einer Entdeckung zu erhöhen. Andere sind hingegen der Meinung, dass wir vielleicht nicht mit der richtigen Technologie zugehört haben. Vielleicht verwenden Aliens Neutrinos, Gravitationswellen oder etwas ganz anderes, um untereinander zu kommunizieren. Gerade bei den Gravitationswellen handelt es sich noch um ein sehr junges Forschungsfeld. Ihre Existenz wurde bereits in den 1970er Jahren indirekt durch ein Experiment bestätigt, das von den Astrophysikern Russell Hulse und Joseph Taylor durchgeführt wurde. Sie studierten ein Paar von Neutronensternen, die als Pulsare bekannt sind. Und ihre Beobachtungen stimmten mit den Vorhersagen der allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein überein, die die Existenz von Gravitationswellen postulierte. Für ihre Arbeit erhielten Hulse und Taylor 1993 den Nobelpreis für Physik. Die erste direkte Beobachtung von Gravitationswellen erfolgte jedoch erst im Jahr 2015 durch die LIGO-Kollaboration. Dieses bemerkenswerte Ereignis markiert den Beginn des Zeitalters der Gravitationswellenastronomie. Die Instrumente, mit denen wir diese Wellen beobachten können, lassen noch viel von der Feinheit von Optik- oder Infrarotobservatorien vermissen. Was ist mit einer anderen, von Wissenschaftlern ebenfalls viel diskutierten Lösung? Was ist mit Maschinen, die sich selbst replizieren und eigenständig Aufgaben ausführen könnten? Maschinen, die mit einer hohen künstlichen Intelligenz ausgestattet sind, Problemlösungsfähigkeiten auf dem Level eines Menschen besitzen und Kopien von sich anfertigen können. Wenn wir solche Maschinen hätten, wäre es wirklich so schwer vorstellbar, dass sie sich weiterentwickeln und schließlich in der Lage sind, ganze planetare Transformationen durchzuführen? In der Forschung gibt es jedoch eine Menge Unsicherheit darüber, wie sich die künstliche Intelligenz entwickeln wird und ob sie jemals solche Fähigkeiten erreichen wird, doch zumindest ist es denkbar. Die direkte Fermi-Paradoxon-Version, die wir hier diskutieren, ist also weniger anfällig für die Vielzahl von Ausflüchten, die bei der indirekten Version möglich sind. Wir können mit Sicherheit sagen, dass die Erde ein gastfreundlicher Ort für das Leben ist, und das stellt uns vor ein echtes Rätsel, wenn wir unter der Annahme arbeiten, dass intelligente außerirdische Zivilisationen existieren und gelegentlich an galaktischer Expansion oder planetarer Transformation beteiligt sind. Wir wollen uns in einem weiteren Kapitel der Frage nach der Rolle künstlicher Intelligenz widmen. Ist sie für uns eine Chance, das Fermi-Paradoxon zu erklären, und gibt sie uns Möglichkeiten, vielleicht die erste interstellare Zivilisation in der Milchstraße zu werden und die Galaxis zu kolonisieren und zu biologisieren? Oder mündet die Entwicklung von KI für technologische Zivilisationen zwangsläufig in den Untergang? Die Entwicklung der künstlichen Intelligenz war in den 2010er Jahren geprägt von bemerkenswerten Fortschritten und Durchbrüchen. Zunächst war diese Dekade Zeuge der Entwicklung und Verfeinerung von Techniken des maschinellen Lernens, insbesondere von Deep Learning, einer Klasse von Algorithmen, die sich auf neuronale Netzwerke mit vielen Schichten stützen. Diese Technologien führten zu bedeutenden Verbesserungen in Bereichen wie Bild- und Spracherkennung, maschinellem Übersetzen und sogar in Spielen, wo KI-Algorithmen wie AlphaGo von Googles DeepMind menschliche Experten in komplexen Brettspielen wie Go besiegten. Darüber hinaus begannen KI-Systeme,
in einer Vielzahl von Anwendungen, von Gesundheitsdiagnosewerkzeugen bis hin zu personalisierten Systemen für den Haushalt, allgegenwärtig zu werden. In den 2020er Jahren hat sich KI weiterentwickelt und erweitert, mit besonderem Fokus auf Bereiche wie das Verstehen natürlicher Sprache, die Generierung von Texten und den Fortschritten in der KI-Ethik und Regulierung. Große Sprachmodelle wie OpenAI's GPT 3 oder 4 haben demonstriert, dass Maschinen menschenähnlichen Text generieren und in vielen Kontexten nützliche Antworten geben können. Es könnte also durchaus sein, dass wir gerade Zeugen eines weltweiten, teilweisen Übergangs von Biologie zu Technologie werden. Und selbst wenn dies hier nicht geschieht, fällt es schwer zu bezweifeln, dass es nirgendwo anders passieren könnte. Vor allem angesichts dessen, was selbst unsere bescheidenen Gehirne in den relativ wenigen Generationen seit den ersten Zivilisationen der Weltgeschichte und der technologischen Entwicklung geleistet haben. Gleichzeitig entwickeln wir Raketen, die über 100 Tonnen Material ins All befördern können, Roboter, die komplexe Maschinen bedienen können, miniaturisierte Raumsonden, die auf unsere Fingerspitze passen und 3D-Drucker, die sich der Selbstreplikationsfähigkeit nähern. All diese einst fantastischen Ideen werden heute von mehreren Unternehmen verwirklicht. Einige mögen sich fragen, ob Außerirdische tatsächlich die Fähigkeit zur galaktischen Herrschaft hätten. In unserem Fall sind allgemeine künstliche Intelligenz und Robotik am Horizont, aber die interstellare Raumfahrt ist notorisch schwierig und wir scheinen weit weniger Fortschritte in diese Richtung zu machen, als sich das ein Anhänger der Raumfahrt wünschen würde. Betrachten wir das jedoch über mehrere Generationen hinweg und nicht nur innerhalb der Lebensdauer eines Menschen, ist die technologische Entwicklung von Raumfahrzeugen sehr weit vorangeschritten. Zwar waren seit den 1970er Jahren keine Menschen mehr auf dem Mond, doch unsere Raumsonden werden immer ausgeklügelter, unsere Teleskope immer besser und unser Wissen über Himmelskörper in und außerhalb des Sonnensystems wächst in täglichen Intervallen. Doch in puncto interstellare Reisen wollen wir es nicht ganz so pessimistisch sehen. Wir haben bereits 5 solcher Sonden ins All geschickt, die auf interstellare Distanzen gehen. Voyager 1 und 2, Pioneer 10 und 11 und New Horizons. Alle haben Geschwindigkeiten, die die Fluchtgeschwindigkeit unseres Sonnensystems übertreffen. Doch weshalb werden die Erfolge dieser Missionen von der Gesellschaft nicht ähnlich bewertet wie die Mondlandung oder die Erfolge des Unternehmens SpaceX, Raketenstufen wiederzuverwenden? Weshalb erkennen wir die Leistung der Ingenieure und Operateure nicht an, Raumfahrzeuge zu bauen, die sich zu anderen Sternen begeben können, auch wenn eine solche Reise vielleicht Jahrzehntausende andauert? Das mag damit zu tun haben, dass diese Sonden nicht bemannt sind. Reine Technologie erscheint den meisten von uns unmenschlich, uninteressant. Schließen wir die Entwicklung und den Bau der Raumfahrzeuge durch Menschen aus, sind die genannten Sonden nur Maschinen, die in sehr weiter Distanz ein paar Funksignale zu uns senden. Würde sich ein Mensch an Bord dieser Gefährte befinden, sähe das ganz anders aus und eine Mehrheit der Menschen wäre wohl Feuer und Flamme dafür. Doch wissen wir auch, dass die bemannte interstellare Raumfahrt wegen ihrer vielen Probleme wohl nie erfolgen wird, dem wir uns in Zukunft mit einem Video über Generationen Raumschiffe definitiv widmen werden. Aber für allgemeine künstliche Intelligenz, im Englischen eine AGI, würde eine solche Reise kein Problem darstellen. Sie benötigt keinen Lebensraum und kann geduldig Jahrtausende warten, um ihr Ziel zu erreichen. Die bemerkenswerte Tatsache ist, dass es selbst bei ausschließlicher Nutzung chemischer Raketensysteme möglich erscheint, die gesamte Milchstraße in einer Zeitspanne von etwa 300 Millionen Jahren zu kolonisieren. Da gibt es keine Notwendigkeit für Warp-Antriebe, fusionsbetriebene Schiffe oder ähnliches. 300 Millionen Jahre mögen nach einer großen Zeitspanne klingen, und ja, sie ist es auch. In dieser Zeit haben sich ganze Tiergruppen gebildet und sich durch diverse Massenaussterben wieder verabschiedet. Diese Zeit wäre aber kurz genug, dass unsere 13 Milliarden Jahre alte Milchstraße bis jetzt 40 Mal hätte kolonisiert werden können. Und wie soll das ablaufen? Eine Galaxie wie die Milchstraße könnte tatsächlich innerhalb eines recht kurzen Zeitraums besiedelt werden. Das könnte durch die Eigenbewegung der Sterne um das galaktische Zentrum ermöglicht werden. Sie bewegen sich auf komplexen Bahnen und kommen im Laufe von Millionen von Jahren gelegentlich in relativ geringe Entfernungen zueinander. Eine fortgeschrittene Zivilisation könnte diese periodischen Annäherungen nutzen, um Raumschiffe von einem Sternensystem zum nächsten zu senden, wenn sie nahe genug beieinander sind. Dies könnte als eine Art interstellares Inselhüpfen betrachtet werden und könnte weniger Energie erfordern als direkte Reisen über weite interstellare Entfernungen. Studien zeigen, dass das sogar mit chemischen Antrieben möglich wäre. Diese Methode der Galaxienkolonisierung wäre zwar energetisch sinnvoller, wahrscheinlich aber viel langsamer als direkte interstellare Reisen.
Es könnten die besagten 300 Millionen Jahre vergehen, bevor eine signifikante Anzahl von Sternen erreicht würde. Dennoch könnte die Zeit für eine solche Zivilisation weniger problematisch sein, insbesondere wenn sie Wege gefunden hat, sich selbst über solch lange Zeiträume hinweg aufrechtzuerhalten und zu erneuern. Was das für die Lebensspanne von einzelnen Individuen bedeuten würde oder ob es in einer solchen Zivilisation überhaupt noch Individualisierung gäbe, können wir hier nicht sagen und es würde vermutlich auch den Rahmen dieser Doku sprengen. Eine wichtige Voraussetzung für diese Art der Kolonisierung wäre die Fähigkeit, in einer Vielzahl von Umgebungen leben zu können. Es ist unwahrscheinlich, dass alle Sternensysteme erdähnliche Planeten haben. Daher wäre die Begabung, sich an verschiedene Bedingungen anzupassen oder künstliche Lebensräume zu schaffen, ein Schlüsselelement. Vorstellbar wären beispielsweise künstliche Habitate, die sich in einem Orbit um einen Stern befinden und das Lebewesen ermöglichen, innerhalb einer riesigen Kuppel zu leben. Oder wie im Film Interstellar in riesigen, röhrenförmigen Gebilden. Doch gibt es natürlich erhebliche technologische Herausforderungen, die überwunden werden müssten, um diese Art der Galaxienkolonisierung zu ermöglichen. Dazu gehören die Möglichkeit, Raumschiffe über riesige Entfernungen zu senden und zu navigieren, die Fähigkeit, eine Zivilisation über große Zeiträume hinweg aufrechtzuerhalten und neue Kolonien in einer Vielzahl von Umgebungen gründen und unterstützen zu können. Hier möchte ich kurz auf einen Artikel des Physikers Jonathan Carroll Nallenberg eingehen. Er und andere modellieren die Besiedelung der Galaxie durch raumfahrende Zivilisationen und versuchen, die Frage des direkten Fermi-Paradoxons und der großen Stille zu beantworten. Sie betrachten dabei die theoretische Geschwindigkeit einer fortschreitenden Besiedlungsfront, um zu bestimmen, ob unsere Galaxie in Zeiträumen kürzer als ihr eigenes Alter von raumfahrenden Zivilisationen besiedelt werden kann. Ihre Modelle berücksichtigen die gezielte Besiedlung von nahegelegenen, besiedelbaren Systemen durch das Starten von Sonden mit einer endlichen Geschwindigkeit und Reichweite, wenn diese Sterne durch ihre Eigenbewegung in der Nähe eines anderen Sterns sind und wenn bereits mehrere Sterne besiedelt wurden, wiederum deren Nähe zu anderen Sternen und so weiter. Einige Ergebnisse dieser Modelle zeigen, dass die Milchstraße leicht mit kolonisierten Sternensystemen gefüllt werden kann, selbst mit chemischen Antrieben und einer daraus resultierenden geringeren Geschwindigkeit der Raumschiffe. Das haben wir uns ja schon angeschaut. Interessant ist aber, in diesem Szenario haben wir ein zu 100% zutreffendes Fermi-Paradoxon und wir müssen uns die Frage stellen, wenn eine Zivilisation dazu fähig wäre, warum befindet sie sich dann nicht in unserem Sonnensystem? Es könnte laut der Studie allerdings sogar noch eine andere Möglichkeit geben. Ganze naheinander befindliche Systeme könnten besiedelt werden. Diese würden langlebige Cluster von besiedelten Systemen inmitten einer Region von unkolonisierten Sternen bilden. Dieses Szenario würde das Fermi-Paradoxon wiederum erklären und eine Lösung vorschlagen, in der die Erde wie eine Oase inmitten einer unbewohnbaren Region liegt oder noch nicht in Reichweite eines besiedelten Clusters war. Diese Besiedelungen würden dann wellenförmig geschehen. Immer wenn ein Stern einem anderen näher käme, wird eine Zivilisation diesen durch KI gesteuerte Raumsonden besuchen. Die KI würde sich als Von-Neumann-Sonde verhalten, sich im entsprechenden System vermehren und ausharren, bis ein weiteres geeignetes Sternensystem kolonisiert werden könnte. Die Sonden würden alles für die Ankunft ihrer biologischen Schöpfe einrichten, die dann mit enormer zeitlicher Verzögerung im jeweiligen System eintreffen. Hier gäbe es zwar das nach wie vor vorhandene Problem der Reisedauer, doch eine fortgeschrittene Spezies hätte sicherlich Möglichkeiten entwickelt, ihre Biologie auf interstellare Reisedistanzen und Dauern anzupassen. Und auch hier noch eine Buchempfehlung, wenn ihr euch für dieses Thema interessiert. Ich bin viele von Dennis E. Taylor, ein Roman über einen Mann, der in einen Unfall gerät und als hochgeladenes KI-Konstrukt in eine Von-Neumann-Sonde verbaut wird und für die Menschheit, die nach einem Atomkrieg um ihr Überleben kämpft, neue Planeten suchen soll. Der Roman ist sehr unterhaltsam und vermittelt auf humorvolle Art und Weise, wie ein Mensch sich in einer interstellaren Sonde fühlen würde. Doch wollen wir uns noch einem weiteren Thema widmen. Welche Motivationen würden hinter einer stellaren Expansion stecken? Trotz der vielen theoretischen Möglichkeiten bleibt eine Frage bestehen. Warum wird eine biologische oder künstliche Intelligenz galaktische Expansion betreiben und quasi galaktische Herrschaft anstreben wollen? Denken wir an die Menschheit und an das Expansionsstreben nahezu jeder Zivilisation in der Weltgeschichte, hätten wir eine Lösung für diese Frage. Eine Zivilisation würde ihre Macht ausbauen und mit dem Erreichen einer galaxieweiten Ausbreitung sicherlich konkurrenzlos sein wollen. Das gleiche gilt für künstliche Intelligenz. Werden KIs aus unserer Geschichte, unseren Erfahrungen und unserem Verhalten trainiert, ist es nicht allzu schwer vorstellbar, dass auch dieser Expansionswillen in ihnen verankert sein könnte.
Vielleicht haben 99,99% aller KIs genügend Sicherheitsvorkehrungen, um dies nie zu tun. Doch wenn nur eine von 1000 KIs nicht über die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen verfügt und sich auf den Weg zur galaktischen Herrschaft aufschwingt, könnte dies tiefgreifende Auswirkungen auf den Rest der Galaxie haben. Dies unterstreicht die Bedeutung einer robusten KI-Sicherheitsforschung und die Notwendigkeit, sicherzustellen, dass jede von uns geschaffene allgemeine künstliche Intelligenz mit unseren Werten und ethischen Grundsätzen übereinstimmt und genügend Sicherheitsschalter vorhanden sind, die das Erwachsen eines digitalen Diktators unmöglich machen. Verschiedene außerirdische Zivilisationen könnten möglicherweise völlig unterschiedliche Motivationen und Ziele haben als wir. Sie könnten einzigartige und vielfältige kulturelle Hintergründe aufweisen, die wir uns aufgrund der maximalen Fremdheit der Außerirdischen nicht mal in unseren kühnsten Träumen vorstellen könnten. Außerirdische könnten aus einer Evolution heraus entstanden sein, die eine ganz andere Zielsetzung als die unsere hat, in der es neben Jäger und Gejagten noch eine dritte Gruppe an Lebewesen gibt, die diese beiden Typen von Lebewesen auf irgendeine unvorstellbare Art und Weise brauchen, um zu überleben. Es könnte durchaus sein, dass in den mehr als 13 Milliarden Jahren der galaktischen Geschichte nur eine einzige Zivilisation sich dazu entscheidet, die Galaxie zu erobern, sei es durch das KI-Äquivalent von geistiger Erkrankung, rücksichtsloser Konkurrenz oder schlichter Boshaftigkeit. Wenn dem so ist, sollten wir eigentlich nicht existieren. Das direkte Fermi-Paradoxon impliziert also etwas wirklich Ungeheures und auch Gruseliges. Wenn dieses Verhalten möglich wäre, warum ist es nie geschehen? Warum ist unsere Galaxie nicht erobert? Und warum haben wir noch keine Aliens entdeckt? Eine Antwort könnte schlichtweg sein, wir sind allein und andere gibt es zumindest in unserem Bereich der Galaxis nicht. Doch selbst diese Aussage wankt, wenn wir bedenken, dass wir vielleicht einfach nur nicht genügend beobachtet haben. Vielleicht gibt es da draußen irgendwo einen besiedelten Sternenhaufen, in dem eine Zivilisation nur darauf wartet, zu anderen Sternen zu gelangen und ihren Einflussbereich auszudehnen. Dann würde eine Kolonisierung der Galaxis Milliarden von Jahren dauern und wir wären einigermaßen sicher. Und eine andere von vielen Möglichkeiten hätten wir noch. Wir könnten die Ersten sein, die diesen Schritt gehen und die Galaxis besiedeln. Doch würden wir uns wieder in den Strudel von Argumentationen begeben, aus dem es bislang keinen Ausweg gibt. Solange Astronomen noch suchen und nicht mal einzelliges außerirdisches Leben aufgespürt haben, sind unsere Mutmaßungen nichts anderes als Glaubensaussagen, die zwar wissenschaftlich gestützt werden können, aber leider keine Beweise haben. Doch auf eines können wir uns hier einigen, die Beweise müssen her. Lasst uns das Universum weiter beobachten und, mit etwas Glück, die anderen finden, von denen die Menschheit schon seit Äonen fasziniert ist.